Schriften stelle ich immer wieder vor und diese Schrift hier, diese Vivita, ist mir wieder mal aufgefallen, weil man hier sehr gut Ligaturen erklären kann. In dieser Schrift hat es über 150 verschiedene Ligaturen. Ganz unten auf dieser Seite kann man den Font dann auch herunterladen. Man sieht, von wem das er ist, was für ein Format und dass es für Personal Use Only ist. Diesen Link werde ich dann noch einblenden, damit Sie sich das Ganze besser merken können. Es ist von einem rumänischen Designer, Kolsar Slot. Hoffe, ob das richtig ausgesprochen. Da finden Sie noch mehr dazu. So, jetzt aber zur Schrift. Ich würde das gerne im InDesign erklären. Hier lasse ich die Schriften so auf der linken Seite und auf der rechten Seite arbeite ich mit den Glyphen. Was man ja sicher kennt, wäre das FI verwandle ich in eine Ligatur FI. Ich mache das mit Command und Z wieder retour. Jetzt kann ich aber das Ganze anwählen und der Designer hat so eine ganze Schrift integriert, also einen Schriftnamen. Da kann man solche Sachen machen. Sie sehen, das und das ist sicher was anderes. Sehr schön gelöst. Dann kann man solche Sachen machen, GA, ME, und Sie sehen auf der rechten Seite im Glyphenbedienfeld, dass die da noch unheimliche Möglichkeiten haben. So, machen wir mal das, MAL, könnte man so machen, Simon, SI, MON, ja. Und das sieht natürlich schon wieder ganz anders aus und das finde ich spannend an dieser Schrift. Louis, off oder any und so weiter. Sie können sich das alles hier heraussuchen. Wie gesagt, 150 Ligaturen haben Sie. Sie sehen hier den Link, den blende ich auch noch am Schluss des Movies dann ein bisschen größer ein. Testen Sie die Schrift doch mal aus. Da sieht man wirklich von links zu rechts, es ist die gleiche Schrift, gearbeitet mit Ligaturen und es sieht wirklich komplett anders aus. Ich würde die Schrift mal austesten, sie funktioniert technisch einwandfrei. Vielleicht haben Sie mal ein cooles Projekt, wo Sie diese Schrift einsetzen könnten.